Ja. Ja, also wir haben, und dazu wird Jens Meyer vom Kreisvorstand sicherlich auch noch etwas sagen, als Fraktion, als Bündnis und als Partei die Kandidaturerklärung von Murat Şak hier sehr begrüßt und ihn dementsprechend auch einstimmig nominiert, weil wir darin ein wichtiges Signal sehen. Zum einen natürlich, wir sind nicht ganz zufällig hier in den Räumen des FC Bosporus, mitten im Herzen eines Stadtteils, der zu den abgehängten Stadtteilen Kassels gehört, in dem ein Drittel der hier lebenden Menschen und teilweise seit Jahrzehnten lebenden Menschen nach wie vor keine gleichen politischen Rechte haben, etwa im Hinblick auf das Wahlrecht. Und in dem de facto, wenn man dann die niedrige Wahlbeteiligung noch dazu nimmt, vielleicht 20% der Leute, die sich im Wahlalter befinden, bei der letzten Kommunalwahl ihre Stimme abgegeben haben. Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen einer neoliberalen Politik, wie sie bundesweit, wie auch auf regionaler und örtlicher Ebene die etablierten Parteien in den letzten Jahren und Jahrzehnten praktiziert haben, und dem Rückgang an politischer Beteiligung. Und ich glaube, dass wir mit einer entschlossenen, kämpferischen Kandidatur zur Oberbürgermeisterwahl dieses bis zum gewissen Grad aufbrechen können. Wir haben bei der Kommunalwahl im März diesen Jahres ein, wie ich finde, gutes Ergebnis bekommen mit 10,6% der Stimmen und 7 Sitzen in der Stadtverordnetenversammlung. Es ist völlig klar, dass wir bei einem solchen Ergebnis und einem solchen Vertrauensbeweis von Wählerinnen und Wählern, die für eine politische und soziale Alternative in dieser Stadt ihre Stimme abgegeben haben, natürlich auch bei der Oberbürgermeisterwahl versuchen werden, unsere Stimme in die Waagschale zu werfen und mit unseren Positionen unsere Themen stark zu machen in diesem Wahlkampf. Gleichwohl sind wir uns natürlich darüber bewusst und das erfahren wir im Prinzip täglich, indem wir uns in der Stadtverordnetenversammlung, ihren Ausschüssen und den entsprechenden Gremien bewegen. Der Parlamentarismus allein oder auch die Wahl von solchen Funktionen wie einem Oberbürgermeister ist nicht alles, sondern sie ist allenfalls ein Ausdruck für bestimmte gesellschaftliche und politische Kräfteverhältnisse. Gesellschaftliche Veränderung findet nicht in erster Linie auf dieser Ebene statt, sondern dadurch, dass Menschen sich ihrer Interessen bewusst werden, diese Interessen selbstbewusst vertreten, dass soziale Bewegungen, Forderungen und Themen in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Und genauso sehen wir auch die Kandidatur von Murat Şak hier, nämlich als eine Bündelung von politischen Themen und Interessen, die hier in dieser Stadt in der Luft liegen und die von sozialen Bewegungen artikuliert werden. Wir sehen also unsere politischen Schwerpunkte, mit denen wir auch im Kommunalwahlkampf agiert haben, im Zentrum dieser Kandidatur. Einerseits die Auseinandersetzung für einen zukunftsfähigen öffentlichen Nahverkehr, der eben nicht durch Streichungen und eine als Reform mühsam kaschierte Deform des ÖPNV letztendlich den Bürgerinnen und Bürgern entzogen wird, sondern wir wollen damit auch eine Debatte anstoßen, die weit darüber hinausgeht, die Streichungen im ÖPNV durch die KVG-Netzreform zu verhindern. Wir reden dabei auch über Zukunftsdebatten wie etwa den ticketlosen, umlagefinanzierten öffentlichen Nahverkehr. Wir reden über selbstverständlich als Zwischenschritt dahin über das Sozialticket, das ja eine unserer Kernforderungen in diesem Bereich seit einigen Jahren ist. Diese Forderungen hoffen wir in dem Bereich stark zu machen. Wir reden aber auch über ein Thema, das während der Haushaltsrede des Kämmerers und ÖVP-Kandidaten der SPD keine 3 Zeilen ihm wert war, nämlich die Schaffung von bezahlbarem, menschenwürdigen Wohnraum für alle, auch Menschen mit niedrigem Einkommen. Wir haben in Kassel mittlerweile eine angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt. Laut einer Untersuchung des Instituts für Wirtschaftsforschung fehlen mittlerweile in dieser Stadt 7.500 Wohnungen. Und gerade im Bereich der kleinen Wohnungen und der Wohnungen im niedrigeren Einkommenssegment. Wir haben bei den Neuvermietungen, den Angebotsmieten in Stadtteilen wie der Nordstadt in den letzten
4 Jahren Mietsteigerungen gehabt von bis zu 36%, gerade bei den kleineren Wohnungen. Das hat nicht nur etwas zu tun mit der Expansion der Uni und der entsprechenden Klientel, die hier eben auf Wohnungssuche ist, sondern auch damit, dass es bis hin in die Nordstadt Verdrängungsprozesse gegeben hat und teilweise sind das Problematiken, die auch in Stadtteilen, die vordergründig wenig begehrt sind, ernsthafte Konsequenzen hat. Wir sehen die Problematik, dass trotz aller Ankündigungen etwa im Haushalt wenig zu finden ist von einer Offensive im sozialen Wohnungsbau. Und wenn eine Politik, wie sie Christian Giselle als Kämmerer und Oberbürgermeisterkandidat entwickeln will, in erster Linie vorgesehen ist, Bauland für einkommensstarke Familien zu schaffen, wie jetzt auch nochmal im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am Mittwoch betont, dann ist das eine Prioritätensetzung, die wir gerade unter dem Gesichtspunkt, dass es Menschen mittlerweile schwerfällt, noch eine Wohnung zu finden, die etwa den entsprechenden Sätzen des ALG II entspricht und dementsprechend von Jobcenter übernommen wird, nicht den realen Anforderungen und Notwendigkeiten entspricht. Wir meinen, dass die Stadt Kassel hier ein Programm auflegen sollte, bei dem auch die Fördermittel, die durchaus vom Land Hessen zur Verfügung stehen, in Angriff genommen werden können. Wir meinen, dass die GWG diese Aufgabe mit deutlich wahrnehmen sollte. Und wir haben einen Antrag in der Stadtverordnetenversammlung eingebracht, darüber hinaus für eine Sozialwohnungsquote von 30%, auch von privaten Investoren. Und ich glaube, dass wir damit durchaus in der Lage sein werden, dieses Thema, von dem sich offensichtlich SPD und Grüne weitgehend herumdrücken, ernsthaft in den Mittelpunkt des Geschehens stellen können. Wir sind außerdem der Ansicht, dass wir eine äußerst ungünstige Arbeitsmarktstruktur in Kassel haben. Nahezu 47% laut einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung aller Arbeitsverhältnisse in Kassel sind prekäre Jobs, sind Teilzeitjobs, sind Leiharbeitsverträge, sind Werkverträge. Und wir sehen, dass wir hier ein grundlegendes strukturelles Problem haben und dass hier eine aktive Arbeitsmarktpolitik gefragt ist. Die Standards setzt und die sich einsetzt für gute Arbeit, tarifliche Beschäftigungsverhältnisse und die hier auch eine Stärkung der Gewerkschaften aktiv mitbetreibt. Wir sehen ja auch eine Erosion der betrieblichen Mitbestimmung. Zugleich sehen wir natürlich die Kandidatur von Murat Şak hier auch als ein Signal gegen rechts in verschiedener Hinsicht. Einerseits gegen den institutionalisierten Rassismus, der immer noch nahezu 20% der Stadtbevölkerung politische Rechte vorenthält, einer strukturellen Diskriminierung, die dazu führt, dass Menschen mit Migrationshintergrund de facto einer rassistischen Arbeitsteilung etwa auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt etc. unterliegen. Kassel ist eine Stadt unsichtbarer Grenzziehungen, in der Migration allein schon am Stadtteil erkennbar ist, in einer viel stärkeren Hinsicht, als wir das in anderen vergleichbaren Städten haben. Wir sehen die Kandidatur von Murat Şak allerdings auch als Signal gegen rechts in der Hinsicht, dass wir ganz klar das als einen Gegenpol sehen zu rassistischer Hetze und antisozialer Hetze, wie sie von Parteien wie der AfD betrieben wird. Wir meinen, dass hier eine ganz klare, solidarische und antirassistische Antwort gefragt ist, die sich aber eben nicht nur in einem moralischen Antirassismus erschöpft, sondern tatsächlich die sozialen Themen, die Menschen in die Enge treiben und die zu Verzweiflung führen und teilweise auch zu irrationalen Stimmabgaben, etwa in Arbeitervierteln für eine Partei wie die AfD, die gegen Arbeitnehmerrechte steht, geführt haben. Wir sehen, unabhängig davon, ob die AfD nun Kandidaten ins Feld führen wird, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, dass Teile auch des bürgerlichen Lagers mittlerweile im Begriff sind, ihre Positionen und Themen zu übernehmen und selber nach rechts zu rücken. Wir sehen es teilweise bei der CDU, wenn wir sehen, wie viele Anträge
die CDU mittlerweile in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht hat und wahrscheinlich auch noch weiter einbringen wird, die hysterische Angst- und Sicherheitsdebatten befeuern sollen, die eigentlich ablenken von den wirklichen sozialen Problemen und die komplexe Probleme reduzieren auf ein Problem der Kriminalitätsbekämpfung und der Überwachung. Also etwa die Auseinandersetzung um die sogenannte Trinkerszene am Friedrichsplatz, die in Wirklichkeit ein komplexes Gebilde ist aus sozialer Ausgrenzung, illegalen Drogen, Alkohol, und die vor allem zeigt, dass es weder ein Konzept zur sozialen Integration noch ein gesundheitspolitisches Konzept in der Drogenpolitik in der Stadt Kassel gibt, sondern eigentlich immer nur Vertreibungsdebatten. Und die gleichen Vertreibungsdebatten, die wir schon vor 20 Jahren hatten, hier aufs Neue aufgewärmt werden, um einen populistischen Ausgrenzungsdiskurs zu führen. Dasselbe und im Prinzip damit verknüpft die Forderung der CDU nach Alkoholverboten in der Innenstadt, wo es dann offensichtlich einen erwünschten und einen unerwünschten Alkoholkonsum gibt. Also wir könnten ja gesundheitspolitisch einiges zu dem Thema sagen, aber damit lösen wir das Problem mit Sicherheit nicht. Und auch wenn über die Sicherheit am Stern geredet wird und die CDU entsprechende Anträge eingebracht hat, auch dort sehen wir eine Reduzierung auf einen reinen Diskurs der inneren Sicherheit, anstatt ein wirkliches Entwicklungskonzept zu fordern, in das auch die Bevölkerung, die Einwohner, die kleinen Gewerbetreibenden am Stern mit einbezogen werden. Also wir sehen, dass die CDU, wissend, dass all diese Anträge bei dieser Stadtverordnetenversammlung mit Sicherheit nicht mehr behandelt werden, versuchen wird, diese hysterische Angst, Ausgrenzung und Sicherheitsdebatte bis zur Oberbürgermeisterwahl als Welle vor sich herzuschieben und damit verlorenes Terrain wieder gegenüber der AfD wettzumachen. Wir warnen davor, eine solche Politik einzuschlagen. Wir gehen davon aus, dass im Zweifelsfall die Bürgerinnen und Bürger, die sich von so etwas beeindrucken lassen, das Original wählen und nicht die schlechte Kopie. Dem setzen wir aber ganz entschieden linke soziale und antirassistische Positionen gegenüber und dafür steht unser Kandidat Murat Şakır. Danke. Bevor Lucy redet, möchte ich doch Ismail Hurmacık nochmals herzlich begrüßen, der Vorsitzende des Vereins FC Bosporus, vorher Fußballspieler, heute verantwortlich dafür, dass dieser Verein in die Verbandsliga aufgestiegen ist. Das ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Lucy Rekler, ich bin ursprünglich aus Kassel, wohne heute in Berlin. Berlin-Neukölln ist ungefähr ein ähnlicher Stadtteil von der Zusammensetzung wie hier in der Nordstadt. Und bin außerdem Mitglied im Parteivorstand und in dem Sinne als Kasslerin und Genossin im Parteivorstand ist es mir eine besondere Ehre, eine doppelte Ehre, heute hier zu sein und die Kandidatur von Murat Şakır zum Oberbürgermeister von Kassel zu unterstützen. Murat und ich kommen politisch beide aus der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit. Das ist die Partei, die sich 2004 gegründet hat. Murat und ich sind Gründungsmitglieder der WASG gewesen. Und die WASG ist dann 2007 zur Linken gemeinsam mit der PDS fusioniert. Als sich die WASG, Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, gegründet hat, ging es damals darum, also der Hintergrund war die rot-grüne Politik im Bund, die zur Agenda 2010 geführt hat, zu Hartz IV geführt hat. Also eine Politik, die wir heute gerade hier in der Nordstadt, aber auch in Berlin-Neukölln, wo ich herkomme, noch erleben, weil viele Menschen von Hartz IV abhängig sind und natürlich jetzt auch mit steigenden Mieten zu kämpfen haben. Ich denke, dass die Pressekonferenz hier stattfindet, ist ein zweifaches Signal. Einmal, sie findet hier statt, weil Murat einer von denjenigen ist, die hier in diesem Stadtteil leben. Und das andere Signal ist eine Kampfansage an die neoliberalen Parteien und auch nicht nur an die CDU, nicht nur an die AfD, sondern auch an SPD und Grüne. Und ich denke, dass der Kurs von Murat Şakır und mir 2004 die WASG mit zu gründen, das hat sich bestätigt. Der Kurs gegen eine SPD, die jetzt auf Bundesebene gerade CETA durchgewinkt hat, das Freihandelsabkommen, obwohl 320.000 Menschen in 7 Städten gegen CETA auf die Straße gegangen sind. Das heißt, diese SPD macht keine Politik im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung.
Die SPD steht außerdem für weitere Auslandseinsätze, hat gerade reiche Erben entlastet und bringt ein Leiharbeitsgesetz auf den Weg, das tatsächlich nicht dazu führen wird, Leiharbeit und prekäre Beschäftigung einzuschränken. Aber auch angesichts einer grünen Partei, die immer mehr zu einer Partei der Latte Macchiato trinkenden besser verdienen wird, die auf Schwarz-Grün orientiert und dabei behilflich ist, das Asylrecht weiter zu schleifen. Ja, Murats Kandidatur ist eine selbstbewusste Kampagne. Das haben wir, glaube ich, jetzt gerade schon gesehen. Eine selbstbewusste Kampagne gegen die Politik der steigenden Mieten, der Verarmung, die alle anderen Parteien mitbetreiben, und für eine soziale, demokratische und ökologische Stadtentwicklung. Und Murat Şaki hat selbst gesagt, dass er auch Kandidat der sozialen Bewegung ist und auch der Friedensbewegung. Und ich denke, das ist notwendiger denn je in einer Zeit, wo wir immer mehr Politiker und Politiker haben, die Stellvertreterpolitik machen, die sagen, ihr wählt mich für irgendwas und dann vertrete ich eure Interessen, im Nachhinein sich gar nicht mehr daran erinnern können, was sie vor der Wahl versprochen haben. Und Murat geht es darum, mit den Menschen Politik zu machen und Menschen zu ermutigen, selbst aktiv zu werden und sich gegen die Zustände in einem System zu wehren, in einem kapitalistischen System zu wehren, wo viele Menschen am Ende des Geldes noch ganz schön viele Monate übrig haben. Und Murat hat ja selber auch schon gesagt, dass er der erste OB, oder Violetta sagte es, dass Murat der erste Kandidat für eine Oberbürgermeisterwahl in einer Großstadt ist mit Migrationshintergrund. Ich würde mal sagen, es ist höchste Zeit geworden. Ja. Und die Linke ist der Auffassung... Aber ich bin immer noch Lokalpatriot. Ja, genau, ist klar. Murat, die Linke ist der Position, dass die Grenzen nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten verlaufen. Ich denke, dazu passt der Slogan von der Kampagne der Kasseler Linken und von Murat Şaki sehr gut. Kassel für alle, weil die Stadt kein Konzern ist. Und ich denke, das ist auch eine Ansage an die AfD, die uns nämlich spalten will, in Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete auf der einen Seite und Menschen, die schon länger hier leben. Es gibt genug Parteien, die Reichen reicher machen und die Armen ärmer, und auch die AfD wird diese Politik betreiben. Und ich denke, die Position, die Murat zum Ausdruck gebracht hat, die wir übrigens auch damals, glaube ich, als Slogan der BSG benutzt haben, 100% sozial, drückt aus, für wen und mit wem Murat Politik machen will. Aber aus meiner Sicht kommt der Anspruch von Murat Şakir nicht nur in dem Programm der Kasseler Linken und von Murat zum Ausdruck, sondern vor allem in seiner Selbstverpflichtung, dass er sagt, er wird im Falle der Tatsache einer Wahl zum Oberbürgermeister nicht mehr Geld annehmen als das, was er heute tariflich verdient. Und ich möchte jetzt hier mal sagen, ich wette ein großes Bier darauf, dass es niemand der anderen Kandidatinnen und Kandidaten tun wird. Warum werden die das nicht tun? Sie tun es nicht, weil sie eben nicht die Menschen vertreten, die hier in diesem Kiez wohnen. Sie vertreten eben nicht die einfachen Arbeitslosen, die Erwerbslosen, die Menschen, die prekär beschäftigt sind, sondern sie vertreten andere Interessen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass Murat zum Ausdruck bringt, er kandidiert nicht, um Stellvertreterpolitik zu machen, nicht um sich selber zu bereichern oder irgendwelche Privilegien mitzunehmen, sondern er kandidiert tatsächlich, um mit diesen Menschen gemeinsam Politik zu machen, und macht dadurch auch deutlich, dass er kein Interesse daran hat, sich auch materiell oder sozial von denen zu entfernen, um die es ihm geht. In dem Sinne wünsche ich der Kampagne den Rückenwind, den sie, glaube ich, jetzt schon hat. Weiterhin viel Dynamik und viel Erfolg. Und ich würde mal sagen, die Partei steht hinter Murat und hinter der Kasseler Linken. Danke. Naja, immerhin, in 2 Tagen sind auf unseren Facebook-Seiten über 1000 Likes gekommen.